Gesetz (Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Macht oder ökonomisches Gesetz von Eugen von Böhm-Bawerk. Fußnoten lässt der Vorleser aus. Teil 7. Im Sinne unserer Untersuchung haben wir nunmehr die Frage zu stellen, ob eine solche, lediglich den Unternehmergewinn antastende oder erschöpfende Lohnsteigerung, wenn durch Machtdiktat momentan erzwungen, die Möglichkeit dauernden Beharrens für sich hat. Diese Frage ist wohl noch schwieriger deduktiv zu beantworten als bei den früheren Gliedern unserer Untersuchung und empirisch gar nicht zu erproben. An Impulsen, die einem Beharren auf der jetzt in Rede stehenden Lohnstaffel entgegenstehen, wird es auch hier nicht fehlen. Dieselben werden jedoch klein und äußerst langsam wirkend sein. Die Unternehmer nämlich, die an ihrem letztangestellten Arbeiter verlieren, werden bestrebt sein, bei passender Gelegenheit ihren Betrieb so zu reorganisieren, dass sie ihre Arbeiterzahl um die verlustbringenden Köpfe reduzieren. Hindernisse gegen diese Reorganisation können von Seite der Arbeiterschaft vorliegen, welche Arbeiterentlassungen nicht dulden will. Dies verzögert das Abstoßen überzähliger bis zum Eintreten natürlicher Lücken, die nicht mehr ausgefüllt werden. Und ferner erfordert die bestmögliche Organisation des Betriebes mit einer verringerten Arbeiterzahl zugleich eine Umformung der technischen Kapitalausrüstung. Diese kann ebenfalls, wenn Extraverluste durch plötzliche Abstoßung noch brauchbarer Kapitalstücke vermieden werden wollen, nur allmählich nach Maßgabe der natürlichen Abnutzung der alten Kapitalstücke erfolgen. Während der langen Verzögerungen aber, die so von zwei Seiten dem Wirken der ohnedies nur geringfügigen Impulse sich entgegenstellen, können und werden wahrscheinlich längst allerlei Änderungen in der Gesamtlage sich ergeben, die mit viel größerer Kraft an der Auf- oder Abwärtsbewegung des Lohnes tätig sind und die jene geringfügigen Impulse entweder als kaum beachtete Verstärkung in sich aufnehmen oder umgekehrt als Gegenkraft weit mehr als wettmachen. Die kleinen Wellen, die von jenen Impulsen ausgehen könnten, verrinnen unverfolgbar und unkontrollierbar in dem viel höher gehenden Gewoge neu gesetzter wirtschaftlicher Tatsachen. Eine Erprobung am Erfolg ist schlechterdings nicht möglich. Zumal endlich die Lohnverschiebungen, die lediglich an jenem eigentlichen Unternehmergewinn zehren, ohne auf irgendeinen anderen Faktor überzugreifen,
überhaupt wohl nur minimal sein können. Denn eine in der ganzen Branche oder vollends in der ganzen nationalen Produktion erzwungene Lohnerhöhung tritt großen und kleinen, starken und schwachen Unternehmern gegenüber. Und eine Lohnerhöhung, die auch bei den Schwächsten mit dem geringsten Unternehmergewinn arbeitenden Elementen des Unternehmertums noch in diesem geringsten Unternehmergewinn soll ihre volle Deckung finden können, kann kaum das Maß des Merklichen erreichen. So wie sie dieses aber überschritte, müsste sie mindestens bei einem Teil der Unternehmer schon auf den Kapitalgewinn oder vollends auf das Geschäftskapital selbst übergreifen, womit die Sache in das Geleise eines der früher betrachteten Wechselfälle übergelenkt würde. Eine geschlossene theoretische Untersuchung mag darum auch an diesem siebten Falle nicht ohne den Versuch einer genaueren Ergründung vorübergehen, die ihr übrigens noch größere als die von mir absichtlich nur ganz flüchtig skizzierten Schwierigkeiten in den Weg legen wird. Aber das weitaus größte praktische und darum auch theoretische Interesse hängt nicht an diesem, sondern an dem vorausgegangenen sechsten Fall, an der Frage, ob durch künstliche Machteinflüsse dauernd der Anteil der Arbeit auf Kosten des Anteiles des Kapitals emporgehoben werden kann oder nicht. Wie der Leser gesehen hat, vermochte ich diese Frage nicht bejahend zu beantworten. Ich weiß ganz gut, dass ich gerade mit diesem Stück meines Meinungsbekenntnisses auf die stärkste Neigung zum Widerspruch und auf den Vorwurf eines Rückfalles in die alte, überwundene Lehre von der Herrschaft reiner Naturgesetze im Wirtschaftsleben stoßen werde. Ich weiß auch, dass viele eine lebendige, empirische Widerlegung meiner Ansicht in der nicht zu leugnenden Tatsache werden erblicken wollen, dass während der letzten Dezennien zahllose Streiks zu einer nicht wieder rückgängig gemachten Verbesserung der ökonomischen Lage der Arbeiter geführt haben und dass fast allgemein und überall die Lage der organisierten Arbeiter, die den Hebel der Macht für sich in Bewegung zu setzen vermögen und verstehen, eine günstigere ist als die der nicht organisierten Arbeiter. Ich glaube indes, beiden Einwürfen entgegentreten zu können. Es kommt mir gewiss nicht in den Sinn, die Vorstellung von im Wirtschaftsleben waltenden reinen Naturgesetzen wieder beleben und mit ihr gegen den Glauben an eine Wirksamkeit von Machteinflüssen ankämpfen zu wollen. Im Gegenteile, ich glaube an eine Wirksamkeit und zwar auch an eine bedeutungsvolle und tiefgreifende Wirksamkeit der Machteinflüsse. Ich glaube nur nicht an ihre Omnipotenz. Und da ferner ihre genauere Analyse mich darüber belehrt hat, dass diese ökonomischen Machteinflüsse selbst
durch wirtschaftliche Interessenmotive hindurchwirken, darf ich die Augen nicht dagegen verschließen, dass die durch Machteinflüsse geschaffenen Situationen unter Umständen auch ihrerseits wieder Interessenmotive auslösen können, die dem unveränderten Beharren bei jenen Situationen entgegenstreben. Wenn durch das Interessenmotiv der Wahl des kleineren Übels der Unternehmer dazu bestimmt worden ist, in eine ihm abgeheischte Lohnerhöhung zu willigen, so treibt ein analoges Interessenmotiv ihn nunmehr an, die Kombination von Produktionsfaktoren, mittels welcher er seine Produkte herstellen kann und will, zu revidieren. Wenn aber der Produktionsfaktor Arbeit infolge der erzwungenen Lohnerhöhung im Verhältnis zu den anderen Produktionsfaktoren kostbarer geworden ist als zuvor, so ist es fast undenkbar, dass dasselbe Mischungsverhältnis der Produktionsfaktoren, das vorher bei einem anderen Preisstand derselben das ökonomisch rationellste gewesen war, es auch jetzt noch geblieben sein könnte. Und indem der Unternehmer, dem zwar in Bezug auf den Preis der Arbeit, aber nicht in Bezug auf die gesamte technische Einrichtung seiner Produktion die Hände gebunden sind, die nunmehr billigste Kombination der Produktionsfaktoren wählt, wird er eine andere als die bisherige Kombination wählen müssen. Und zwar eine solche, die an dem nunmehr verteuerten Produktionsfaktor spart. Gerade so, wie man zum Beispiel bei der Teuerung des Naturfaktors von extensiven zu intensiveren Produktionssystemen übergeht. Und wenn endlich dieses Sparen am verteuerten Produktionsfaktor Arbeit weiterwirkend zu den von mir oben geschilderten Verschiebungen im Begehr nach Arbeit führt, die schließlich den anfangs aufgezwungenen Lohnsatz unhaltbar machen, dann hat nicht Natur gegen Macht, sondern nur ein der neuen Sachlage entsprungenes Interessenmotiv über ein in einer anderen entschwundenen Sachlage wirksam gewesenes Interessenmotiv gesiegt. Oder noch richtiger ausgedrückt, dasselbe Interessenmotiv der Wahl des verhältnismäßig besten Ausweges hat in einer veränderten Sachlage seinen Ausschlag eben auch wiederum in geänderter Richtung gegeben. Das ist kein Glaube an ökonomische Naturgesetze, sondern das ist einfach die Abwehr der kurzsichtigen Vorstellung, dass nach einer tiefgreifenden Verschiebung im Preisniveau der Produktionsfaktoren der Zug der wirtschaftlichen Interessen genau das gleiche Gefälle in genau der gleichen Richtung werde bewahren können wie zuvor, oder dass man etwa gegenüber einem fatumartig hinzunehmenden Machtdiktat überhaupt darauf verzichten werde, in Hinkunft einem Zug der Interessen zu folgen. Ich wiederhole mit Nachdruck,
ich erkenne eine positive Wirksamkeit von Machtverhältnissen auf die Verteilung grundsätzlich durchaus und auch praktisch in sehr erheblichem Umfang an. Wobei es, um auch dies noch zu erwähnen, keinen Unterschied macht, ob die auf Machtmittel gestützten künstlichen Eingriffe auf monopolartigen Organisationen einer der Marktparteien oder aber auf einem direkten Gebot der Staatsgewalt beruhen. Ich habe den letzteren Fall in meiner obigen Skizze nur deshalb nicht besonders erwähnt und behandelt, weil er sich mir mehr nur durch die Natur des äußeren Anlasses als in der Art seiner Wirkung von dem viel häufigeren Fall der Parteigewalt zu unterscheiden scheint. Ich glaube zum Beispiel, dass die Feststellung eines gesetzlichen Minimallohnes in ihren Wirkungen ganz ähnlich zu beurteilen ist, wie das Lohndiktat einer stramm organisierten Arbeiterschaft. Um aber gar keinen Raum zu Missverständnissen zu lassen, will ich die Ergebnisse meiner Untersuchung nochmals ausdrücklich zusammenfassen. Durch künstliche Machtmittel können jedenfalls temporär energische und tiefgreifende, auch sehr tiefgreifende Wirkungen erzielt werden. Unter Umständen kann diesen Wirkungen aber auch bleibende Dauer beschieden sein. Vor allem dann, wenn durch sie nur eine entgegengesetzte künstliche Machtwirkung zu brechen war, die vorher die Verteilungslinie nach der entgegengesetzten Richtung von ihrer natürlichen Lage abgebogen hatte. Also, wenn zum Beispiel im Streik die Erhöhung des Arbeitslohnes, den vorher die Unternehmer durch Ausnutzung ihrer monopolartigen Machtstellung unter der Höhe des Grenzproduktes zurückgehalten hatten, bis auf die Höhe des Grenzproduktes erzwungen wird. Ferner dann, wenn der nachfolgende Gang der spontanen wirtschaftlichen Entwicklung die anfangs künstlich erzwungene Verteilungslinie nachträglich zur natürlichen macht. Dann bedeutet der künstliche Eingriff gewissermaßen die zeitliche Vorausnahme eines Ergebnisses, das ohne ihn ebenfalls, aber später gekommen wäre. Endlich dann, wenn bei dem durch den momentanen Erfolg der Machtwirkung gedrängten Teil durch eben diese Bedrängnis Anstrengungen und Erfolge ausgelöst werden, die die wirtschaftliche Lage so glücklich verschieben, dass der anfangs bedrückende Verteilungsschlüssel für die glücklich verbesserte Lage wieder zum natürlichen wird. Dieser Fall, der freilich nie die Regel bilden und auf dessen Eintritt gewiss nicht mit Zuversicht gerechnet werden kann, stellt die für den Erfolg von Machtdiktaten denkbar günstigste, weitreichendste Kombination dar. Denn in diesem Falle und wohl nur in diesem Falle
kann in einem gewissen sinne mit recht gesagt werden, daß nicht nur der erste eintritt, sondern auch die bleibende dauer einer über die natürliche verteilungslinie emporgehobenen verteilungsquote durch den machtanstoß wenigstens indirekt verursacht war. Außerhalb der hier aufgezählten Spezialfälle kann dagegen, wie ich glaube, ein künstlicher Eingriff seiner Wirkung keine Dauer verleihen gegen die leise und langsam, aber unablässig und durch diese Unablässigkeit schließlich siegreich wirkenden Gegenkräfte rein wirtschaftlicher Natur, die durch den künstlichen Anstoß und die durch ihn gesetzte neue Sachlage ausgelöst werden. Und noch eines kann, wie ich genügend anschaulich gemacht zu haben hoffe, auch das gebieterischeste Machtdiktat nicht. Es kann nicht gegen, sondern nur innerhalb der ökonomischen Wert-, Preis- und Verteilungsgesetze wirken, sie nicht aufhebend, sondern bestätigend und erfüllend. Und dies ist vielleicht zugleich das wichtigste und das sicherste Ergebnis der hier skizzierten Gedanken. Wie steht es aber endlich dem gegenüber mit dem zweiten, von mir vorausgesehenen Einwurf, mit der vermeintlichen empirischen Gegenprobe, die die Erfahrungen mit dem Streikwesen und den Lohnbewegungen während der letzten Generationen zu liefern scheinen? Richtig ausgelegt liefern sie diese Gegenprobe eben nicht. Wo nämlich wirklich Dauerwirkungen von Streikerfolgen ausgegangen sind, lag wohl jedesmal der eine oder der andere Umstand vor, dessen Hinzutreten auch nach meiner Auffassung die Dauerwirkung zu begründen vermochte. Vor allem, glaube ich, fanden die einsetzenden Bestrebungen der Arbeiterorganisationen im weitesten Umfang einen Zustand vor, in welchem die Konkurrenz der Unternehmer zu Ungunsten der Arbeiterschaft gedrosselt gewesen war. Wo Unternehmerkoalitionen oder unorganisierte, aber faktische Übermacht der Unternehmer diesen ein Monopol oder doch eine dem Monopol sich annähernde monopoloide Stellung, wenn ich nicht irre, hat Wieser diesen Ausdruck geprägt, gegenüber den atomisierten Arbeitern verschafft hatte und wo daher im Sinne unseres Schemas durch Macht nur eine entgegengesetzte künstliche Machtwirkung zu beseitigen und für die Zukunft ohne zeitliche Grenze fernzuhalten war. Hierin liegt wohl ein plausibler Grund für die in der Tat zu beobachtende bessere Lage der organisierten gegenüber den nicht organisierten Arbeitern. Ein zweiter Grund mag sodann darin liegen, dass aus ebenfalls von mir dargestellten Gründen dort, wo eine Aufwärtsbewegung des Lohnes in der wirtschaftlichen Entwicklung sich vorbereitet, die organisierte Arbeiterschaft ihren Eintritt durch Machtwirkung künstlich
verfrühen kann und dadurch der nicht organisierten Arbeiterschaft stets um einen Schritt voraus bleibt. Und endlich wird man natürlich auch nicht übersehen dürfen, dass bisweilen bloß der Anschein einer Besserstellung der organisierten Arbeiterschaft vorliegt. Insofern nämlich die Zweige der geschulten und mehr oder weniger qualifizierten Arbeit sich viel häufiger und allgemeiner der Vorteile der Organisation erfreuen als die gemeine und gemeinste Arbeit, fällt der Gegensatz zwischen organisierter und nicht organisierter Arbeit vielfach zugleich mit dem Gegensatz von qualifizierter oder mindestens geschulter und gemeiner Arbeit zusammen. Da aber die erstere schon nach allgemeinen Gesetzen die Anwartschaft auf einen höheren Lohnsatz hat als die letztere, so darf natürlich die zu beobachtende Überhöhung des Lohnsatzes der nicht organisierten gemeinen Arbeit durch jene der organisierten geschulten Arbeit auch nicht oder mindestens nicht ohne weiters und nicht völlig auf das Konto der Machtwirkungen der Organisation gebucht werden. Ferner standen und stehen wir in einer Zeit, in welcher, von kleineren ephemeren Schwankungen abgesehen, der große Zug der Entwicklung dem spontanen Eintritt von Lohnsteigerungen fortdauernd und in hohem Grade günstig war. Infolge davon kam es gar nicht zur reinen Probe, ob die im einzelnen Fall durch Streikwirkung künstlich emporgetriebenen Lohnsätze etwa durch jene leise und langsam wirkenden Gegenkräfte, auf deren Minierarbeit ich in meiner Untersuchung hinwies, bei sonst unveränderter Sachlage wieder abgetragen worden wären. Sondern die Sachlage war über und über erfüllt von durchkreuzenden und ändernden dritten Einflüssen, die diesmal sicherlich in ihrer Bilanz der Emporhebung der Produktivität der Arbeit und der Steigerung ihres für den Lohnsatz maßgebenden Grenzproduktes günstig waren. Und so unterliegt ein Großteil der starken und dauernden Lohnbewegungen der letzten Generationen ungezwungen der in meinem Schema vorausgesehenen gemischten Erklärung. Sie setzten ein als Zwangswirkungen von Arbeiterkoalitionen und Streiks, und sie konnten sich, ohne rückläufig zu werden, erhalten, weil der gewaltige Strom der Zeit immer neue, fruchtbare technische Erfindungen, immer verbesserte Gelegenheiten, die menschliche Arbeit nutzbar zu machen und bei einer gar nicht geringen Zunahme der Bevölkerung ein noch weit stärkeres Wachstum des Kapitales brachte. Wie es aber geworden wäre oder wie es werden würde, wenn die Streiksiege statt in eine Glanzzeit des stürmischesten Fortschrittes, eines so stürmenden Fortschritts, dass viele durch ihn
geblendete Enthusiasten alles Ernstes auch an den ehernen Grundlagen des Malthusschen Gesetzes zweifeln zu dürfen glauben, in eine Periode des Stillstandes oder auch nur einer mäßigen, langsamen Vorwärtsbewegung gefallen wären, darüber haben wir keine Probe. Und endlich gibt es auch hier einen Bezirk, in dem bloß ein Anschein von dauernd verbliebenen Lohnsteigerungen vorliegt. So manche im Lauf der Jahre im Streik erkämpfte Lohnaufbesserung ist zwar niemals formell wieder rückgängig gemacht, wohl aber reell der Arbeiterschaft wieder entwunden worden durch die Teuerung ihrer Lebensbedürfnisse. In welchem Maße eine eingetretene reelle Teuerung gewisser wichtiger Lebensbedürfnisse in Verbindung mit einer durch Geldentwertung verursachten allgemeinen nominellen Teuerung die errungenen Lohnsteigerungen ihres reellen Charakters entkleidet und in belanglose, bloß nominelle Lohnsteigerungen umgewandelt habe, ist bekanntlich sehr bestritten. Ich persönlich pflichte keineswegs der zumal von sozialistischer Seite oft vertretenen Meinung bei, dass die in den letzten Dezennien errungenen Lohnsteigerungen sich auf diesem Wege wieder völlig verflüchtigt hätten. Ich glaube vielmehr, dass ein erheblicher Teil derselben reell und dauernd verblieben ist, aber eben doch nur ein Teil. Und rücksichtlich des anderen Teiles hat sich materiell eben jener Abtragungsprozess durch still und geräuschlos wirkende Gegenkräfte vollzogen, auf den ich in meiner Untersuchung hinwies. Es ist in anderer Form dieselbe Sache. Mag übrigens sein, dass meine Untersuchung, die ich selbst nicht im Mindesten für erschöpfend halte, in gar manchem Punkt eine weitere Ergänzung, Vertiefung oder auch Berichtigung erheischt. Das Wesentliche für mich ist, dass wir für die hier berührten Probleme heute jedenfalls eine neuerliche, von allen Vorurteilen einer vermeintlich bereits entschiedenen Sache befreite Untersuchung bedürfen. Der Prozess zwischen natürlicher und sozialer Kategorie ist in unserer Wissenschaft bereits zweimal geführt und beide Male durch einen Fehlspruch entschieden worden. Das erste Mal in der klassischen Zeit einseitig zugunsten der Naturgesetze, das zweite Mal in den modernen sozialen Verteilungstheorien nicht minder einseitig zugunsten der sozialen Macht. Was Not tut, ist, dass der alte Prozess völlig von Neuem wieder aufgenommen und unbefangen durchgeführt werde, auf der Grundlage der ebenso trivialen als bisher ungenügend berücksichtigten Erkenntnis, dass die Einflüsse der sozialen Macht eben auch hindurchgehen
und hindurchgehen müssen durch die formeln und gesetze der reinen ökonomischen theorie. Zur Vermeidung neuer Missverständnisse endlich noch ein letztes Wort, das in diesem Zusammenhange nicht ungesagt bleiben darf. G. B. Clark, dem ich schon oft und auch in wichtigen Fragen polemisch entgegentreten musste, indem ich aber auch als Gegner einen der gedankenreichsten und gedankentiefsten Forscher unserer Wissenschaft verehre, hat einmal eine außerordentlich wichtige und zutreffende Unterscheidung unter einem ebenso glücklich als bezeichnend gewählten Namen gezogen, als er die funktionelle von der personellen Verteilung schied. Die funktionelle Verteilung entscheidet darüber, nach welchem Schlüssel die einzelnen an der Produktion beteiligten Faktoren für die von ihnen beigetragenen produktiven Funktionen entlohnt werden, ohne Rücksicht auf die Person, welche die Funktion geleistet hat, und auch ohne Rücksicht darauf, ob eine konkrete Person viel oder wenig an solchen Funktionen beigesteuert hat. Die funktionelle Verteilung zeigt uns so die Zerfällung des gesamten Nationalproduktes in die großen Kategorien von Arbeitslohn, Grundrente, Kapitalrente und Unternehmergewinn. Die personelle Verteilung weist uns dagegen die Größe der Portionen auf, welche die einzelnen Personen vom gesamten Nationalprodukt für sich erlangen, ohne Rücksicht darauf, für welche Funktionen sie dieselben erlangen, und insbesondere auch ohne Rücksicht, ob sie ihre Portion nur für eine einzige oder für mehrere oder viele gleichzeitig beigesteuerte Funktionen erhalten. Die funktionelle Verteilung zeigt uns hohen oder niedrigen Arbeitslohn, hohen oder niedrigen Zinsfuß und dergleichen. Die personelle Verteilung zeigt uns große und kleine Einkommen, wobei eine und dieselbe Einkommensgröße, zum Beispiel von 100.000 K, ebenso gut aus Arbeitslohn eines hochbesoldeten Bankdirektors oder aus Grundrente oder aus hohen oder niedrigen Kapitalzinsen oder aus einem Gemisch aller funktionellen Einkommensarten zugleich entspringen. Oder, wobei ein dürftiges Einkommen von nur 1000 K ebenso gut das Einkommen eines besitzlosen Arbeiters als das eines kleinen Kapitalisten oder Grundeigentümers sein kann. Die funktionelle Verteilung zeigt uns verhältnismäßig wenige und einfache ordnende Linien genereller Art. Die personelle Verteilung zeigt ein überaus buntes Mosaik, wie es sich bildet aus dem Auftreffen jener einfachen generellen Verteilungsregeln auf eine unübersehbare Mannigfaltigkeit von Daten, welche aufweisen, welche Arten von Funktionen, in welchen Mengen und in welchen Qualitäten sie von jeder einzelnen
anteilsberechtigten Person beigesteuert werden. Das primäre Objekt jeder wissenschaftlichen Verteilungstheorie und damit auch dasjenige Objekt, welchem die hier geschilderten alten Streitfragen galten, ist nun die funktionelle Verteilung. Und demgemäß beziehen sich auch die Sätze, die ich oben über die Grenzen des Einflusses künstlicher Machtdiktate auf die Verteilung aufstellen zu dürfen glaubte, lediglich auf die funktionelle Verteilung. Für den Einfluss der Macht auf die personelle Verteilung sind die Grenzen ungleich weiter gesteckt. Nach Intensität sowohl wie nach Dauer des Einflusses, indem durch Macht auch die Daten bleibend verschoben werden können, in die die funktionellen Verteilungsregeln einspielen, sind auf dem Felde der personellen Verteilung Eingriffe möglich, deren Wirkung keinerlei zeitliche Grenzen gesteckt sind. Wenn die Regierung eines Landes durch Landzuweisungen aus Proletariern Grundeigentümer macht, mögen sie und ihre Nachkommen ohne jedes absehbare Ende ihr persönliches Einkommen durch Grundrente erhöht finden. Ganz einerlei, wie in der funktionellen Verteilung die Scheidungslinie zwischen Grundrente und Arbeitslohn gezogen sein mag. Und wenn ein Sozialistenstaat Gemeineigentum an allen Produktionsinstrumenten einführt, das ist alles Kapital und allen Boden in Gesellschaftseigentum umwandelt, an dessen Erträgnis in irgendeiner Form jedes Gesellschaftsglied seinen Anteil erhält, dann werden oder würden in alle Zukunft hinein, solange sich eben eine solche sozialistische Verfassung erhielte, alle personellen Quoten sich gleich oder ähnlich zusammensetzen, aus dem Ertrag der eigenen Arbeit und einer gleichmäßigen Zubuße, aus dem Ertrag des gesellschaftlichen Vermögensbesitzes, weit und dauernd verschieden von den heutigen Verhältnissen der personellen Verteilung. Ende von Teil 7 und Ende von Macht oder ökonomisches Gesetz von Eugen von Böhm-Bawerk.